Ich werde mich mal heilen. Dann wechsle ich Talisman gegen Beschleuniger um. So. Benutze den Zauber für die Sturzkontrolle. Das ist sehr wichtig. So. Pack mir mal Goldharz drauf. Und dann latsche ich einfach hier über diese kaputte Fläche und breche ein. Wow, genau zu uns, diesem dicken Kumpel hier. So. Das ist der verirrte Dämon. Oder wie ich ihn gerne nenne, der dicke im Asyl. Der ist heftiger als sein kleiner Bruder. Nicht nur, weil er größer ist. Sondern auch, weil sein Keule eine ziemliche Druckwelle erschafft, die ordentlich Schaden macht. Und das in alle Richtungen. Deswegen müssen wir uns vor ihm etwas mehr in Acht nehmen, als vor seinem Bruder, seinem Kleinen. So, weg. Und immer mit unseren Schlägen aufpassen. So, ich schalte mal wieder auf Estus Flakos um. Genau, diese Druckwellen, wenn man die mal abkriegt, macht das böse Aua. Aber so gesehen ist er ganz leicht zu besiegen, indem wir einfach an seinem allerwertesten Leben bleiben. Und ihm auch den Schwanz hauen. Weil dann macht er hauptsächlich diese Druckwelle, die zwar auch nach hinten wirkt, aber ja, genau, jetzt hat er uns einmal erwischt. Wow. Komm, gib uns Zeit zu trinken. Genau. Autsch. Und da sind wir in die Druckwelle reingerannt. Das könnte jetzt schon unser Tod bedeuten, wenn wir nicht aufpassen. So. Aber wir kriegen es gerade noch so hin. So. Druckwelle abwarten. Und auf seinen Schwanz hauen. Und dann ist er auch schon tot. So, das war ein mehr oder weniger optionaler Boss, der eine graue Scholle gedroppt hat und 20.000 Seelen. So, die Scholle zeige ich euch mal kurz. Die ist nämlich sehr, sehr wichtig. Hier steht nämlich, sie verstärkt Standardwaffen auf plus 15. Titanitscholle zur Waffenverstärkung. Die legendären Schollen gehörten den Göttern. Verstärkt Standardwaffen auf plus 15 und Kristallwaffen. Kristall- und Blitzwaffen auf plus 5. Diese Schollen wurden von einem unbekannten Schmiedegott vererbt, der die Waffen der anderen Götter schmiedete. Mit dieser Scholle geschmiedete Waffen werden zu seltenen legendären Waffen. Also ja, sehr wertvoll für uns. Und wir können uns jetzt langsam aber sicher auf den Rückweg machen. Denn das war eigentlich fast das gesamte Asyl der Untoten. So, es gibt nur noch eine Ecke, die ich euch gerne zeigen möchte. Erst einmal würde ich gerne meinen Talisman wieder haben. Danke. So, hier klafft ein riesiges Loch jetzt, in das wir tunlichst nicht mehr runterfallen sollten. Ja, der Dicke hier im Asyl, also der da unten, hat mich das erste Mal, als ich hier war, ziemlich überrascht, weil ich einfach hier entlang gelaufen bin und da runtergekracht bin, die Hälfte meiner Lebenspunkte verloren habe und er mich mit dem ersten Schlag weggehauen hat. So. Wir hauen uns jetzt dafür hier durch die Fackelheinis durch. So. So.
So. Und so. Aber bevor wir den ganz normalen Weg zurückgehen, zeige ich euch noch etwas anderes Wichtiges. Nämlich hier hinten ist ein Nest. Ja, wir sollen ihm warm und weich geben. Das hier ist Snuggly, die Krähe, die in einem dieser Eier hockt. Und sie möchte etwas Warmes und Weiches. Und davon können wir ihr sehr viele Sachen geben. Also zum Beispiel hat hier der Abfall... Wo ist er denn? Genau, der Abfall. Eine Aufgabe. So. Den können wir jetzt nicht so einfach wieder aufnehmen, wenn wir dann wieder den Abfall aufnehmen. Die einfachste Methode ist es, das Spiel zu beenden und neu zu laden. Und ja, das werde ich euch ja sparen in dem Fall. Ich werde einfach dieses Speichern und Neuladen rausschneiden und euch nur zeigen, was ich ablege und was ich dafür bekomme. Also sehen wir uns gleich wieder. So, also wir haben den Abfall abgelegt und bekommen einen grauen Brocken. Ja, ist nicht viel, aber für ein bisschen wertlosen Abfall ist das einiges. So, wir können auch einen gebossenen Augapfel ablegen. Soweit ich weiß, ja. So, wir haben den gebossenen Augapfel abgelegt und dafür bekommen wir 2 Läuterungssteine. Auch nicht schlecht. So, Auge des Todes bringt uns nichts. Grüne Blüte, die könnten wir auch mal ablegen. Und dann meckert er, dass das nicht warm und weich ist. Was aber auf jeden Fall warm und weich ist, wärst du einmal eine Sonnenlichtmedaille. Die ist jedenfalls warm. Ist ja die auch im Küchlein warm und weich? Ich glaube, dafür kriegt man auch etwas. Ja. Okay, gucken wir mal, was wir für das Jaucheküchlein kriegen. Give me. Ja, also für das Jaucheküchlein kriegen wir ein Dämonentitanit. Oh, gar nicht mal so schlecht. Ja, und die Sache ist die, man könnte jetzt meinen, wir packen jetzt hier alle Jaucheküchlein rein und kriegen einen Haufen Dämonentitanit. Nein, so leicht funktioniert das leider nicht. Wir könnten sogar Menschlichkeit oder Doppelmenschlichkeit reinlegen. Das Winsterzeichen nicht, das können wir nicht ablegen. Für Menschlichkeit würden wir Ringe der Opferung kriegen. Also diese hier. Ist relativ nützlich, aber brauchen wir nicht so wirklich. Ich will lieber Moosklumpen ablegen. Weil Moosklumpen sind definitiv weich. Und dafür kriegen wir eigentlich das Beste bei Snuggly, abgesehen vom Dämonentitanit. So, wir haben das Dämonentitanit, wir haben das rote Moos abgelegt und kriegen ein Funkeltitanit dafür. Die habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt, die Funkeltitanite. Dieses waffenverstärkende Titanit ist von besonders mächtiger Energie durchdrungen. Verstärkt Waffen, die sonst nicht verstärkt werden können, auf plus 5. Dieses Titanit hat, nachdem es von seiner Scholle abgeschüttet wurde, angeblich eine Spezialkraft erhalten, deren Wesen jedoch im Dunkeln liegt. So, das haben wir fürs rote Moos bekommen. Und genau dasselbe kriegen wir fürs lila Moos auch. So, bis gleich. Ja. So, und fürs lila Moos kriegen wir auch ein Funkeltitanit. Aber wir haben ja noch ein Moos. Nämlich das lila Moos mit Blume. So, haben wir abgelegt. Ja, ja. Und fürs Ledermoos mit Blume kriegen sie sogar 2 Funkeltitanit. So, die hätte ich nämlich gerne für das, was für etwas, was wir später bekommen, brauchen wir die ganz gut. So, nächster Schritt. Wir wollen zurück nach Lordwyn. Und dazu nehmen wir einfach das Nest. Einmal mit der Krähe fliegen.
Und hier jetzt vorsichtig sein. Wenn man nämlich hier lang läuft, fällt man in ins Bodenlose und ist tot. Und das ist mit so viel Seelen auch nicht gerade die beste Wahl. Lieber einfach hier lang gehen. Und hier runter. So, hier runter. Da sehen wir Fremd. Gut. So. Wir sind unten bei Fremd angekommen. Und bei Fremd können wir jetzt noch eine grüne Scherbe zerbeißen. Grüne Scherbe füttern. Ja. So. Und wir könnten noch Gegenstände bei Fremd verkaufen. Also als erstes wichtig, was sind Augapfel loswerden. Und die Augen des Todes. Die brauchen wir nämlich definitiv nicht. Genauso wenig wie die roten Moosklumpen. Brandbombenwurfmesser, Leutz-Talismane. Und ja, Fremd macht komische Geräusche, wenn wir was an ihn verkaufen. So, Titaniten brauchen wir alle, sollten wir alle behalten. So, wir können Langschwerter verkaufen. Und ja, ich glaube, ich schneide dieses nachher raus. Zerbrochene Schwerter brauchen wir auch keine. Den Schwertgriff aber behalten wir. Ein Schwarzritter-Schwert können wir verkaufen. Die ganz Krummsäbel von den Untoten. Falchion ist von den Riesen, brauchen wir es auch nicht. Kettenbrecher, Speere. Partisane, Hillebarde, das sind alles einzigartige Waffen. Leichte Armbrüste, die können wir verkaufen. Und den Kurzbogen eigentlich auch. Obwohl, nö. Beschleuniger des Zauberers, alles was wertvoll ist. Schild rot-weiß und das Plankenschild auf jeden Fall. Das Holzschild. Höhlenschilde. Das Ritterschild taugt nichts, können wir auch verkaufen. Die Schilde würde ich gerne alle behalten, außer die Knochenradschilde. So, Bolzen, verkaufen wir die Bolzen. Rüstungen. Die Rüstungssets behalte ich mal alle, die kann ich vielleicht mal verkaufen. Aber die ganzen Hüllensoldatenrüstungen und so, die jetzt kommen. Die müllen nur die Truhe voll. Bringen tun sie auch nichts. Deswegen wandeln wir sie lieber etwas Seelen um, weil Kleinvieh macht auch Mist. Balderrüstung brauchen wir alles nicht. Oh, den Sack hätten wir noch bei Snuggly tauschen können, aber das machen wir das nächste Mal. Weil zu Snuggly werden wir auf jeden Fall noch zurückkehren. So. Wir haben jetzt getauscht. Dann können wir ja wieder zurück zum Schmied gehen. Und die Musik ist auf einmal verstummt. So. Wieder hoch in die Kirche. Und ja, obwohl unser Schwert plus 10 ist, sieht es schon ein bisschen geschwunden aus. Aber wenigstens klebt kein Blut daran. Das muss bei Dark Souls irgendwie ein bisschen nachsehen. Es ist zwar nicht das harmloseste Spiel, aber es ist auch nicht wirklich gewaltverherrlichend. Also, was wir hier da an kleinen Blutspritzern und so haben, in anderen Spielen ist das viel übertriebener. Muss man dem Spiel echt nachsagen. Es hat zwar eine düstere Story und so, aber es ist auch nicht brutaler als ein Actionfilm.